Servus Leute beim neuen Video vom Blaulichtkanal. Heute sind wir bei unseren Freunden hier in Homberg oben und es geht um das Thema THVU. Worum genau? Um den Umgang mit dem Spineboard, wie man einen Patienten mit dem Spineboard aus einem Auto befreit oder rettet und generell, wie man mit so einem Spineboard umgeht. Alles das im heutigen Video. Aber was haben wir heute genau vor und wo sind wir hier, was ist das für ein Fahrzeug? Wir sind bei unseren Kameraden der Ortsvereinigung Homberg. Zusammen mit der OV Homberg stellen wir die sogenannte SEG SAN. Deshalb ist es für uns auch heute cool, hier zusammen zu üben. Das Schöne ist, die OV Homberg hat hier ein Fahrzeug, ein altes PKW, wo man das Dach abnehmen kann, wiederverwendbar quasi mit Scharnieren. Und an dem Fahrzeug können wir euch heute optimal zeigen, wie man einen Patienten aus einem Unfallfahrzeug befreit. Dazu haben wir die verschiedensten Ausrüstungsgegenstände dabei, natürlich unseren Notfallrucksack, Oxybag, unseren C3, einiges an Equipment von Weber Rescue, dann die Pax Rettungsbohr und ganz neu das neue Holzbeinboard von Weber Rescue und das Shortboard von Weber Rescue. Und mit all diesen Gegenständen zeigen wir euch heute, wie man damit umgeht, wie man am besten so einen Patienten oder in dem Fall eine Patientin aus dem PKW befreit und generell, wie das Handling mit so einem Spineboard am besten funktioniert. Alles das erfahrt ihr heute hier. Kurze Erklärung zu den neuen Spineboards von Weber Rescue. In dem Fall sind die Boards aus Holz, einem speziellen Holz, was im Schiffsbau verwendet wird. Sie sind super leicht. Ihr merkt schon, sie sind gekrümmt, was normale Spineboards ja nicht sind. Dadurch ist es möglich, das Board leichter hinter einen Patienten zu bekommen. In dem Fall hier auf dem Fahrersitz oder Beifahrersitz im PKW, wo es ja eh schon immer relativ eng ist, kann man dann mit einem gekrümmten Board besser dahinter. Es ist super leicht, dementsprechend auch schwimmfähig und sehr robust. Üblichen Vorteile wie bei allen Spineboards, sie sind rentendurchlässig und man kann den Patient aufgrund der vielen Griffe optimal damit tragen. Ja, wer jetzt richtig aufpasst, wird merken, das Ding ist ja nur die halbe Portion hiervon. Ja, das stimmt. Das ist ein sogenanntes Shortboard. Das ist speziell, ja, kommt aus dem Bereich CPR, aber kann genutzt werden, um jetzt in engen Räumen, wie hier so einem PKW, einfacher an den Patienten ranzukommen, wenn man das Dach zum Beispiel nicht abnehmen kann, weil da wäre so ein langes Board hier schon wieder relativ hinderlich, bis man das dann irgendwie reingewuchtet hat, kommt man mit so einem Shortboard leichter an den Patienten ran und kann ihn erstmal im Oberkörperbereich stabilisieren und dementsprechend danach dann umlagern auf ein richtiges Spineboard. Ein wichtiger Effekt noch hier zum Spineboard, hier oben mit den Headblocks, die Befestigungsplatte, ganz wichtig, dass der hintere Bereich, wenn man die Platte festmacht, frei bleibt. Dadurch ist gewährleistet, dass ihr das Board immer noch auf dem Boden oder im Fahrzeug verrutschen könnt und euch nicht die Headblocks krummzieht. Und somit das Ganze ja, langlebiger ist und besser zum Einsetzen ist. Ganz zu Beginn, bevor wir nun anfangen, die Patientin zu immobilisieren, einige ganz wichtige Grundthemen, die die Immobilisation betrifft. Ihr seht, Punkt 1, die Kameradin sitzt am Kopf und hält den Kopf fest. Das heißt, das Eichhörnchen hält die Nuss. Das ist natürlich immer obligat. Der Kopf muss erstens gehalten werden, inline stabilisiert werden und zudem dann noch das Stiffneck. Da ganz wichtig, Nexus-Kriterien, Canadian C-Span Rules beachten, ob man ein Stiffneck anlegen kann oder nicht oder ob es vielleicht sogar kontraindiziert ist. In dem Fall nach dem Traumata legen wir ein Stiffneck an, bevor wir die Patientin immobilisieren. Grundlegend aber noch eine Sache, in dem Szenario, die Patientin liegt auf dem Boden, wir sind jetzt zu dritt, zu zweit ist das schon eher ungünstig oder eigentlich nicht machbar. Da muss man immer mindestens zu dritt sein, wobei ich dazu ganz klar sagen muss, meine Präferenz bei einer Patientin, die auf dem Boden liegt, ist immer Schaufeltrag und Vakuummatratze. Aber starten wir mal und wir erklären euch jetzt Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Schritt 1, wir haben das Stiffneck angelegt und hier ist jetzt ganz wichtig die Kommunikation im Team, vor allem mit dem Kopf und mit der Patientin. Wenn die Patientin zum Beispiel erbrechen muss, muss das natürlich kommuniziert werden. Das Stiffneck muss ab, die Patientin muss zur Seite gedreht werden und jede Handlung, die wir jetzt an der Patientin machen, natürlich nur mit Absprache mit dem oder derjenigen, die am Kopf sitzt, denn der Kopf muss natürlich mitgedreht werden. Das heißt, da gibt der Kopf das Kommando, ganz klar. Also hier im Team die Kommunikation, das A und O. Nachdem jetzt das Stiffneck angebracht ist, bereiten wir uns alles andere vor. Wir legen uns das Spineboard parat, wir legen uns die Headblocks parat und wir machen die Spinne fertig. Wir haben uns nun das Spineboard so gelegt, wie wir es gleich brauchen, um die Patientin zu immobilisieren. Das heißt, die Abschlusskante des Spineboards, der Boden des Spineboards liegt auf Höhe der Knie, so nah wie möglich an der Patientin. Der Kopf sitzt etwas leicht versetzt, damit wir hier
genug Platz haben, hält natürlich weiterhin den Kopf. Wie geht es jetzt weiter? Natürlich Kommunikation mit dem Kopf. Wir machen den Kreuzgriff, das heißt, ich packe das Becken, die Schulter. Der Jan Malte geht über mich drüber und dann gibt gleich der Kopf an und wir drehen den Patienten einmal zu uns auf die Seite. Fertig? Fertig. Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt haben wir die Patientin auf der Seite liegen. Jetzt dürfen wir eine Sache auf keinen Fall vergessen. Check the back. Das heißt, halten wir weiter fest. Ich check jetzt hier den Rücken. Ich drücke einmal die Wirbelsäule ab, ob ich hier irgendeine Stufenbildung oder irgendwas spüre. Ich klopfe einmal, frage die Patientin, tut hier was weh? Nein. Ich gucke einmal, ziehe den Pulli hoch, gucke, ob ich irgendwelche Verletzungen sehe oder Prellmarken. Danach stellen wir das Beinboard ganz nah dran. Und dann macht es Sinn, unter dem Arm der Patientin durchzugehen, die Patientin an der Schulter zu packen. Du hast das Becken jetzt, okay. Und dann drehen wir auf drei. Eins, ne, du gibst an. Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt liegt die Patientin schon ziemlich gut auf dem Spineboard. Jetzt müssen wir die Patientin natürlich noch nach oben ziehen, bis der Kopf auf der Fixierung der Headblocks liegt. Und dann liegt die Patientin schon perfekt. Eigentlich steigt man nicht über Patienten drüber. In dem Fall machen wir das jetzt aber. Jetzt machen wir das Ganze auf zwei oder dreimal. Das heißt, wir ziehen sie jetzt nicht auf ein Stück bis nach oben, sondern der Kopf muss ja auch immer wieder ein Stück zurückgehen. Das heißt, der Kopf gibt an, wir ziehen 20 cm vor und zur Seite. Eins, zwei, drei. Gut. Eins, zwei, drei. Gut, und dann wichtig, dass das Knie oder ein Fuß vor dem Spineboard steht, damit das Spineboard beim Ziehen nicht zurückrutscht. Jetzt die letzten Zentimeter, bis wir auf der Fixierung der Headblocks sind und dann liegt die Patientin perfekt. Eins, zwei, drei. Top. Patientin liegt nun auf dem Spineboard. Ihr seht, durch das seitliche Drehen und das leicht versetzte Ziehen hat man trotzdem immer eine leichte Manipulation in der Wirbelsäule. Aber nichtsdestotrotz liegt sie jetzt perfekt drauf und wir müssen sie jetzt natürlich noch fixieren für den Transport. Dafür haben wir die Headblocks, die machen wir zum Schluss dran. Und jetzt erst die Spinne und dann die Headblocks. Die Spinne ist aufgewickelt und soll die Patientin auf dem Brett fixieren. Zur Platzierung der Spinne haben wir einmal die Schulterteile, die werden oben eingehängt. Dann ein Teil, der über den Thorax geht, ein Teil, der geht über den Becken. Über das Becken und ein Teil kurz über die Knie. Und dann heißt es erstmal alles vorbereiten und dann festziehen. Hier bei der Spinne ist jetzt wichtig die Platzierung, die Absprache mit dem Mann, der mir gegenüber sitzt. Wir platzieren die Spinne erstmal oben und unten, spannen die einmal vor und dann arbeiten wir uns einfach von oben nach unten. Einmal tief einatmen, Luft anhalten, zieh an, zieh an. Wir haben die Patientin nun fixiert. Hier ganz wichtig, keinen starken Druck auf die Knie geben, also den grünen Gurt wirklich nur leicht anziehen. Die Hände haben wir jetzt hier mit eingebunden und ganz wichtig, den gelben Gurt beim Festziehen, dass die Patientin einmal tief einatmet, die Luft anhält, damit die natürlich auch noch weiterhin gut atmen kann. Wenn möglich, die Hände immer mit fixieren, weil jede Bewegung der Extremität natürlich auch eine Manipulation der Wirbelsäule verursacht. Jetzt zum Schluss kommen noch die Headblocks dran, die Kopffixierung, die Kopfbänderung, dann ist die Patientin im Nu immobilisiert. Ihr habt gesehen, wenn man die Schritte einhält, ist es eigentlich ganz easy. Man muss einfach zu dritt sein. Nichtsdestotrotz meine ganz klare Empfehlung beim Patienten auf dem Boden, immer die Schaufeltrage und Vakuummatratze nehmen. Es geht, aber generell das lange Liegen auf dem Spineboard ist natürlich für den Patienten nicht so cool und verursacht natürlich auch Druckstellen. Da liegt man in der Vakuummatratze schon stabiler. Aber dafür ist das Spineboard auch gar nicht so primär gedacht bei uns, sondern wir nehmen es vor allem für die Unfallrettung und darum soll es natürlich jetzt gehen. Jetzt zeigen wir euch erstmal, wie man eine Patientin aus der seitlichen, aus der Fahrertür rausrettet, ohne dass jetzt irgendwas geschnitten werden muss.
wir zum nächsten Szenario. Einmal die Rettung eines Patienten oder einer Patientin aus der Seite, ohne große Seitenöffnung, mit Dach dran. Quasi die ganz normale Rettung seitlich aus dem PKW. Dazu ist natürlich wichtig, dass wir dementsprechend auch die Rollen verteilen, dass wir genug Personal sind, um das gut machen zu können. Und natürlich brauchen wir auch das entsprechende Equipment. Dafür haben wir einmal die Fahrtrage aufgestellt, haben das Beinboard schon parat gelegt. Hier haben wir einmal die Rettungsbohr. Seht ihr gleich, wie wir die zum Einsatz bringen. Hier oben haben wir unseren C3. Die Patientin wird überwacht, hat ein kleines Monitoring dran. Wir haben einmal einen Zugang. Dann haben wir das Oxybag und unseren Notfallrucksack, den wir hier oben platziert haben, um quasi alles griffbereit zu haben und um gleich die Patientin rausziehen zu können. Wichtig ist natürlich hier einmal der innere Retter mit der Inline-Stabilisierung. Wir haben einen Stiffneck dran, der Kopf wird gehalten. Innen drin Rettungsdienstfachpersonal, welches die Patientin betreut oder behandelt. Hier zum Beispiel, falls Medikamente gegeben werden müssen, ist auf jeden Fall einer drin, der die Patientin immer im Blick hat. Und natürlich auch gleich, wenn wir die Patientin seitlich rausziehen, muss einer die Füße führen. Das übernimmt dann derjenige, der auf der Beifahrerseite sitzt. Hier draußen muss natürlich hier auch einer stehen, der gleich die Patientin rauszieht. An der Ecke muss jemand stehen. Hier muss jemand parat stehen, der dann gleich den Kopf übernimmt. Und ein, zwei Leute, die dann noch helfen, aufs Beinboard zu ziehen. Also wir brauchen Manpower. So 7 bis 9 Leute ist optimal, damit wir hier die Rettung gut durchführen können. Und jetzt üben wir einmal oder zeigen euch einmal die Rettung seitlich aus dem PKW aufs Beinboard. Ich habe nun die Rettungsbohr, die wir jetzt anlegen werden. Das ist einfach ein super Hilfsmittel, um die Patienten aus dem PKW zu ziehen. Dafür haben wir hier oben die 2 Griffe. Dann können wir die Rettungsbohr einfach packen und damit die Patientin seitlich rausziehen, während jemand das Becken und die Füße führt. Dann geht es ab aufs Beinboard und ganz easy ist die Patientin aus dem PKW. Jetzt legen wir die Bohr an und dann geht es schon los mit der Rettung. Quasi direkt von Hals. So, jetzt einmal rumlegen um den Hals. Jo, ich hab. Zieh du mal ein bisschen straff. Gut. Jetzt müssen wir einmal den Kopf übernehmen. Ich halt mal. Jo. Und jetzt die Bohr einmal hinter den Kopf führen und zusammenziehen. Genau. So. Perfekt. Jetzt nimmst du wieder den Kopf. Und jetzt einmal unter den Schultern durch. Jetzt schieben wir das Beinboard seitlich unter die Hüfte, unter das Becken der Patientin. Muss mal gucken, dass das klappt. So, jo. Und jetzt zieht einer auf der Seite an der Boa die Patientin auf das Beinboard. Er führt das Becken gleich mit und während wir quasi hochziehen, senken wir das Beinboard langsam ab. Und los. 3. Und los. 1, 2, 3. Hast du? Ja. Gut. Fertig? Ja. Gib an. 1, 2, 3. Gut. Und auf die Trage. Und ab. Jetzt haben wir die Patientin mit der Rettungsbohr aufs Beinboard gezogen. Ist seitlich raus immer echt schwierig und geht eigentlich kaum gut ohne Manipulation der Wirbelsäule. Man muss ein paar Mal umgreifen, man muss ein paar Mal die Griffe übergeben, man muss den Kopf ein paar Mal übergeben. Das ist schon Arbeit, vor allem muss man sich gut abstimmen, dass wirklich nur dann auch gezogen wird, wenn der Kopf das angibt. Aber es hat geklappt, die Patientin liegt gerade auf dem Spineboard. Jetzt würde sie noch immobilisiert werden mit Kopfteile und Spinne und dann können sie schon transportiert werden. Was auch immer ein Thema ist, ganz wichtig, die ganzen Kabel, Sauerstoffleitungen, Infusionsleitungen, da muss man halt aufpassen, dass die Infusion nicht rausgeht oder man hier irgendwie irgendwelche Leitungen ja, entfernt. Ja, wir sind hier heute in Homberg. Kurz ein paar Worte zu unserem Ortsverein hier, zu unserer Bereitschaft. Wir sind einmal Teil im Betreuungszug des Vogelsbergkreises sowie im Sanitätszug. Und zusammen mit der OV Mücke stellen wir hier mit unserem KDWB die SEG SAN. Im letzten Jahr konnten wir einen großen Mitgliederzuschwung feststellen und freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt eben enorm viel Zuwachs bekommen haben und hoffen, das geht auch so weiter. Wir haben jetzt hier einmal unser Übungsauto stehen. Mit dem, wie man einmal sieht, kann man das Dach abnehmen, was wir jetzt in dem Video auch schon getan haben. Das haben wir eben in Eigenbau hergestellt und um die technische Hilfeleistung zu üben. Ja, wir sind ebenfalls auf YouTube vertreten, auf TikTok sowie Instagram und natürlich Facebook. Das könnt ihr einmal unten auschecken. Ja, und wenn ihr dem Blaulichtkanal noch nicht folgt, dann einmal hier unten abonnieren. Nächste Variante, wir haben mal eben schnell das Dach entfernt.
Jetzt geht es darum, die Patientin schonend und achsengerecht aus dem PKW wieder zu retten. Ihr habt eben gesehen, bei der seitlichen Rettung, die macht man vor allem dann, wenn es schnell gehen muss. Das heißt, bei einer Sofortrettung, wenn die Patientin raus muss, dann nimmt man auch in Kauf, dass sich die Achse leicht verwindet. Jetzt haben wir Zeit, deswegen haben wir das Dach abgenommen und wollen die Patientin nun schonend nach hinten rausretten. Dazu haben wir wieder die Rettungsbohr angelegt, Patientin ist inline stabilisiert. Wir haben einen Patienten, der behandelt und die Patientin betreut. Wir haben den inneren Retter. Von innen kann man ja nicht mehr sprechen. Und hinten natürlich einige, die dann gleich helfen, wenn wir die Patientin aufs Beinboard ziehen. Was wollen wir jetzt machen? Das Beinboard soll hinter die Patientin und wir ziehen die Patientin mit der Rettungsbohr aufs Beinboard hoch, kippen das Beinboard nach hinten ab und geben es nach hinten raus. Dazu haben wir die Sitzbank runtergeklappt. Wir werden gleich den Fahrersitz noch etwas nach unten leiern, soweit wie es geht, um dann schön flach mit dem Beinboard von hinten reinzukommen. Jetzt kann es losgehen. Alle Rollen sind verteilt, das Beinboard ist parat, Inline-Stabilisierung ist da und der Kopf gibt gleich an. Wir entfernen jetzt die Kopfstütze, dann hält einer den Kopf, einer dreht den Sitz nach unten, so flach wie es geht, schön langsam. Und dann kann Jan Malde gleich schön steil von hinten das Beinboard einführen. Jo, schieb mal rein. Hier ist jetzt die Kommunikation wichtig. Wir ziehen die Patientin jetzt in Schritten nach oben, so immer 20 cm. Der Kopf gibt an, alle bereit. Dann ziehen wir 20 cm hoch und dann ja, sammeln wir uns erstmal neu und dann geht's weiter. Alle bereit? Jo. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, hast du? Dann musst du. Ja. So, fertig? Mhm. 1, 2, 3. Gut, dann das Beinboard hoch. Wir haben die Wirbelsäule kerzengerade aus dem PKW ziehen können. Vor allem, wenn die Patientin unkritisch ist, wir quasi eine schnelle, aber schonende Rettung durchführen, dann ist das die optimale Variante. Dach ab, die Patientin schön gerade rückwärts aufs Beinboard gezogen. Wir haben keinerlei Verwindung in der Achse. Und für die Patientin ist das einfach die schonendste Variante, vor allem für die Wirbelsäule. Ging super gut, da auch wieder ganz wichtig, Absprache im Team, Kopf muss angeben, Stück für Stück, peu à peu die Patientin ziehen und was man einfach feststellt, gerade die Rettungsbohr ist so ein enormer Zugewinn, man hat ordentliche Griffe, kann ziehen und die Patientin ist tipptopp jetzt auf dem Spineboard und kann jetzt zum Transport fertig gemacht werden. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, wollen wir euch auch dieses Shortboard zeigen. Das Shortboard kann man ja primär nutzen, da wo man mit dem großen Spineboard einfach keinen Platz mehr hat. Sprich, der PKW hat das Dach noch drauf, wir müssen den Patienten rauskriegen, weil wir irgendwie das Dach nicht abkriegen können oder auch keine große Seitenöffnung haben. Dafür ja, hat man es ein bisschen leichter hier drin im Fahrzeug mit dem Board zu arbeiten. Ihr habt ja eben gesehen, wie wir das Board reingeschoben haben, braucht man nach oben relativ viel Platz. Wenn man den nicht hat, nimmt man die Version eine Nummer kleiner und das wollen wir jetzt probieren. Im Endeffekt tunneln wir jetzt die Patientin einmal aus dem Fahrzeug raus. Dafür ganz wichtig, wieder Rückbank umlegen. Die ganze Vorbereitung, Kopfstütze weg, dementsprechend, dass man halt Platz hinter dem Sitz hat und dann den Sitz nach hinten geleiert, das Board dahinter. Vorher noch ein Stiffneck dran, wenn es möglich ist und dann dementsprechend die Patientin jetzt aus dem Fahrzeug ziehen. Ganz wichtig, es ist nur eine Stabilisierung für den Oberkörper, nicht für die komplette Wirbelsäule. Hat im Endeffekt dieselbe Größe wie die Rückenlehne von einem Fahrersitz. Die Rettungsbohr haben wir natürlich wieder genutzt, dadurch können wir die Patientin noch leichter auf das Shortboard draufziehen. Dafür sind extra auch zwei Aussparungen am Shortboard, die wir jetzt einfach mal testen wollen, ob das auch so gut funktioniert. Also dementsprechend, alles soweit. Noch ein Stück. Jo. Das Becken. Kopf gibt an. Bereit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt brauchst du eigentlich ein großes Beinboard. Nochmal ein kurzes Fazit ja, zu den Boards. Also das Shortboard ist sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss man viel mit üben. Das hatten wir jetzt zwar mal probiert, aber so von der Geschichte her muss man dafür echt viel Ausbildung betreiben. Kann aber natürlich in engen Stellen super sein, dass man halt besser an die Patienten rankommt, wo man mit dem großen Spineboard nicht hinkommt. Das große Spineboard, ja,
wie soll man sagen, lässt sich halt prima nutzen, so wie man es halt von einem normalen Spineboard auch gewöhnt ist. Dementsprechend schön leicht, lässt sich gut positionieren. Von meiner Seite absolute Empfehlung. Definitiv, vor allem, was mir gut gefallen hat, das Spineboard ist ziemlich dünn. Das heißt, gerade wenn man es von oben hinter den Patienten zwischen Sitz und den Rücken schiebt, dann trägt es nicht so auf wie manche Spineboards, die wirklich 4, 5, 6 cm stark sind. Da super Sache, es rutscht auch sehr gut. Dann natürlich das Ganze in Verbindung mit der Rettungsbohr, eine absolut klasse Sache. Aber wirklich das A und O bei all diesen Geschichten ist, man muss ganz viel kommunizieren, man muss sich ganz viel absprechen und vor allem ganz wichtig, der Kopf muss immer die Ansagen machen, damit einfach nichts passiert, damit keiner am falschen Ende zieht und am Ende ja, irgendwas schief zieht. Das wäre ganz schlecht, deswegen hier einfach Training, 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 Übung, Übung, Übung. Das klappt wirklich nur dann gut, wenn man ein eingespieltes Team ist und jeder weiß, was zu tun ist. Aber die Spineboards, super Sache, Shortboard, gewöhnungsbedürftig, man muss es üben, aber wenn man sich überlegt, der PKW ist zerknäult, man hat keinen Platz, dann ist man oftmals um alles froh, um jedes Tool, was dann irgendwie einem da helfen kann. Von mir auch Daumen hoch. So viel hier aus Homberg. Natürlich auch vielen Dank an die Kameraden und Kameradinnen hier der OV Homberg. Aber das war's heute erstmal von hier. So, das war das Video zu unserer heutigen Übung und hier rechts seht ihr einmal das Video zum Behandlungsplatz 25. Hier die Wichtigkeit des inneren Retters. Und checkt auch mal unsere Kanäle ab.